Um die Pole Position im Segment der Full Tower Gehäuse zu behaupten und auch den Wünschen unserer High-End-Enthusiasten gerecht zu werden, war es an der Zeit, dem Darkbase Pro 900 neue Features zu verpassen. Unter dem Namen Darkbase Pro 900 REV 2 gibt es ab jetzt die neue Generation im Handel zu kaufen. Ich würde sagen, ich baue jetzt einfach mal ein System zusammen und erkläre euch dabei die Neuerung. Los geht's! Das Darkbase Pro 900 REV 2 kann in drei Versionen gekauft werden. In Schwarz, Orange oder Silber. Dabei muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass man das alte Darkbase 900 ohne Seitenfenster immer noch kaufen kann. Allerdings hat das kein Update bekommen und besitzt nach wie vor eine simplere Lüftersteuerung, kein Qi-Charger und auch keine LEDs. Dafür profitieren Käufer hingegen selbstverständlich vom niedrigeren Preis. Ja, die größte Veränderung der neuen Darkbase Pro 900 Generation sieht man auf den ersten Blick. Das PSU-Cover, das den unteren Gehäusebereich abdeckt, und die HDD-Cover, die das Innenleben aufgeräumter wirken lassen. Und wenn ich mal das voll verglaste Seitenfenster hier abschraube, dann sieht man auch, dass das Temperglas oben und unten abgeklebt wurde. Jetzt kann man das ganz gut sehen. Und zwar hier und hier, sodass die obere und untere Gehäusestruktur abgedeckt wird. Da unser fertiger PC mit der linken Seite an der Wand stehen soll, entscheiden wir uns für einen invertierten Einbau der Komponenten. Dank der grenzenlosen Flexibilität des Gehäuses ist das überhaupt kein Problem. Hierfür bauen wir zunächst das Mainboard Tray heraus. Das so entkoppelte Motherboard Tray kann übrigens auch hervorragend als Bench Table benutzt werden. Als nächstes lösen wir die Verbindung zwischen Shroud und HDD Tray, entnehmen das PSU Cover und schrauben anschließend die Netzteilhalterung heraus. Und schlussendlich lösen wir das HDD Tray und entnehmen die Festplattenhalterung. Wer eine detaillierte Anleitung für die Invertierung benötigt, kann sich unter dem eingeblendeten Link ganz bequem unser Installationsvideo anschauen. Ja, und was hier aussieht wie ein völlig ausgeschlachtetes Gehäuse, bedeutet auf der anderen Seite, dass wir die Hardware-Teile wie Mainboard, CPU, CPU-Kühler, RAM und das Netzteil ganz bequem außerhalb des Gehäuse-Chassis einbauen können. So wird das Netzteil ganz bequem an der Netzteilhalterung befestigt, die Kabel angesteckt und dann als Gesamtpaket verbaut. Als nächstes widmen wir uns dem HDD-Tray, welches in zwei Varianten verbaut werden kann. Je nach Systemkonfiguration können wir hier mehr Platz zu einem Frontradiator oder auch mehr Platz zum Mainboard schaffen. Wir wählen hier die zweite Variante. Beim Netzteilcover können übrigens die oberen Platten abmontiert werden, um hier noch einen weiteren Lüfter anzubringen. Außerdem kann auf der Shroud eine SSD prominent platziert werden und wird durch das Temperglas für jeden sofort sichtbar. Das Darkbase 900 REV 2 ist natürlich mit allen gängigen Mainboard-Größen kompatibel, eATX, ATX und XLATX, und hat man einmal das Mainboard hier auf dem Tray installiert, dann kann man hier ganz bequem die CPU, den Arbeitsspeicher und gegebenenfalls auch einen Luftkühler hier installieren. Wir haben uns allerdings für eine Wasserkühlung entschieden und die installieren wir später, denn das ist in der Handhabung meist einfacher. Das Mainboard-Tray kann beim Einbau in drei frei wählbaren Höhen sowie komplett invertiert verbaut werden. Dann widmen wir uns dem Einbau der HDD-Platten. In unserem neuen Doppelkäfig befestigen wir gleich zwei Festplatten und die dritte kommt in einem kleinen Käfig darüber. In jedem Käfig könnte man auch jeweils zwei SSDs verbauen, wobei die Käfige in 7 Positionen frei konfigurierbar sind. Mit den praktischen Slot-Abdeckungen werden ungenutzte HDD-Steckplätze verdeckt und gleichzeitig Öffnungen für das Kabelmanagement bereitgehalten. Eine SSD ist ja bereits auf dem PSU-Cover installiert. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays ist noch Platz für die zweite SSD. Apropos Platz, bei unserem Flaggschiff bleiben bezüglich des Platzangebots keine Fragen unbeantwortet. Neben der GTX 1080 könnte hier über ein SLI-System auch noch eine weitere Grafikkarte gleicher Art hinzugefügt werden. Als letztes wird der Silent Loop mit einem 360mm Radiator installiert. Die Wasserkühlung sowie alle anderen Komponenten haben alles, nur eines nicht: Platzangst.
Ja, und unser durchaus leistungsfähiges System mit einer i7-7820X CPU und einer GTX 1080 kann dank dem durchdachten Raumkonzept natürlich noch viel weiter auf die Spitze getrieben werden und wird allen Overclocking- und Wasserkühlungssystemen gerecht. Und das Darkbase Pro 900 REV 2 bietet aufgrund des massiven Platzangebots eine vollumfassende Luftstromführung, die Hand in Hand einhergeht mit den geräuschoptimierten Luftöffnungen rund um das Gehäuse. Ein wenig Beleuchtung darf auch nicht fehlen. Mit den LED-Streifen kommen wir nun zu den weiteren Neuerungen in der Revision 2. Die 12-Volt LED-Streifen sind über das Mainboard ansteuerbar und können somit synchronisiert werden. Über einen Knopf sind die Leuchtstreifen aber auch direkt in 6 Farben umschaltbar. Das LED-System ist zudem direkt an den Streifen, aber auch am Controller erweiterbar. Ebenfalls neu ist die Lüftersteuerung. Hier kann man bis zu 8 PWM Lüfter anbringen und diese verteilt auf 2 Rails im Silence- oder Performance-Modus laufen lassen. Da wir nur über 2 Lufteinlässe verfügen, lassen wir die nahezu unhörbaren 140 mm Silent Wings 3 in der Front im Performance-Modus arbeiten. Der hintere Silent Wings 3 Lüfter dreht sich im Silence-Modus langsamer, da wir ja noch die 3 Lüfter am Radiator als Auslass haben. Statt eines dritten Frontlüfters bauen wir oben einen Blu-ray-Player ein, um das System als vollständigen Media-PC nutzen zu können. Anschließend folgt das restliche Kabelmanagement. Ja, die letzte Neuerung und somit auch das letzte Highlight unseres fertigen Builds ist das runderneuerte I/O-Panel. Das bietet nämlich jetzt auch einen USB 3.1 Gen 2 Type-C Anschluss an, der einen Datentransfer von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ermöglicht. Und während man zukünftig ganze Festplatten voller Filme in wenigen Minuten rüberkopiert, kann man sein Smartphone kabellos auf dem Qi-Charger aufladen. Und das ist ebenfalls neu, mit der Schnellladefunktion des USB-Anschlusses können elektronische Geräte mit 3 Ampere aufgeladen werden. Voll flexibel, voll modular, keine Wünsche offen. Nicht umsonst ist unser Kampagnen-Slogan für das Darkbase Pro 900 REV 2 1 Million Computers are waiting to be built. Und es würde uns natürlich freuen, wenn einer davon von euch gebaut wird. In diesem Sinne, stay quiet.